Architekten machen von kleinen Möbeln bis hin zu städtebaulichen Themen, können die alles bearbeiten. Das hat mir sehr gut gefallen, diese Bandbreite. Ich entwerfe, das passiert meistens mit der Hand, also Stift, Papier und dann wird gezeichnet. Und das wird dann übertragen in eine 3D-Zeichnung am Computer, dass dann auch gleichzeitig die Pläne sind, die offiziellen, die man dann auch einreicht. Die Ausbildung setzt sich zusammen aus einem Studium, also Bachelor, Master. Und angesetzt dafür sind jeweils Mindeststudienzeiten, die ganz normal sind, sich aber im Normalfall nie ausgehen, weil gerade die, ich würde sagen, die Hauptfächer auf der Uni sind das Entwerfen, wo man ein Projekt plant und entwirft. Und die sind schon sehr, sehr zeitaufwendig. Und deswegen kann man im Semester eigentlich fast nicht die Mindeststudienzeit schaffen, gerade auch wenn man nebenbei arbeitet. Man kann sofort theoretisch anfangen zu zeichnen und mitzuarbeiten an Projekten. Ich sage theoretisch, weil in der Praxis ist man schon recht unerfahren, gerade was Behördengänge und auch den Umgang mit Behörden und Bauherrinnen angeht. Das kennt man von der Uni einfach nicht. Um sich als Architektin selbstständig zu machen, braucht man die Ziviltechnikerprüfung. Um dort antreten zu können, braucht man eine gewisse Berufserfahrung. Da gibt es Nachweise zu tätigen, dass man eine gewisse Stundenanzahl an örtlicher Bauaufsicht, an Projektleitung etc. gemacht hat. Grundsätzlich kommen sehr, sehr viele Diplom-Ingenieure oder Diplom-Ingenieurinnen von der Universität in die Büros und sitzen dann einmal vor einem Arbeitstisch, kriegen einen PC mit einer Software drauf, Archicad ist das meistens oder AutoCAD, gibt unterschiedliche Anbieter und beginnen dort zu zeichnen. Architektinnen entwerfen. Sie entwerfen Gebäude, planen die und kümmern sich um die Genehmigung. Das heißt, der Entwurf wird zu Papier gebracht, dann kommen alle Fachplaner dazu, das ist der Bauphysiker, die Statikerin, die Haustechnikbüros. Gemeinsam wird das Projekt so weit fertig geplant, dass es den Anforderungen in den jeweiligen Bundesländern für eine Genehmigung entspricht. Und dann gibt es irgendwann einmal einen Baubescheid. Jetzt kommt zur nächsten Phase in so einem Projektablauf, wir brauchen einen Preis für dieses Gebäude. Das heißt, jemand muss sich hinsetzen und all diese Daten, Materialien, Oberflächen etc. zusammentragen. Wir sitzen dann vor im besten Fall vielen Angeboten, die uns Baufirmen geschickt haben und beginnen dann Verhandlungen mit diesen Baufirmen, um einen guten Preis für unser Projekt zu bekommen. Dann kommt es zur Auftragsvergabe. Die Baufirma wird beauftragt und dann geht es sozusagen raus auf entweder die grüne Wiese oder raus zum alten Gebäude, zum Zinshaus, das hergerichtet wird und es beginnt die Bautätigkeit. Bei der Bautätigkeit ist eine sehr wesentliche Rolle die Rolle der örtlichen Bauaufsicht. Auch das machen sehr viele Architekturbüros. Das heißt, die haben eine Kontrollfunktion und geben auch meistens die Teilrechnungen frei. Auch im Bauträgervertragsgesetz ist eine Rolle für Ziviltechnikerinnen vorgesehen, nämlich die BTVG-Bestätigungen. Das ist sozusagen eine treuhändische Funktion, die hier übernommen wird, wenn Wohnungen verkauft werden. Mein persönlicher Lieblingsbereich in der Architektur ist eigentlich die Polierplanung und Ausführung. Das ist das, was mich sehr fasziniert. Wie baue ich das Gebäude, dass es wirklich so ausschaut, wie es im Entwurf ist? Was muss man da alles berücksichtigen? Wo laufen die Regenrohre? Das ist mein Lieblingsthema, ja, dass man die nicht sieht im besten Falle, aber es trotzdem der Ö-Norm entspricht. Wo werden diverse technische Geräte untergebracht, dass es trotzdem den ästhetischen Ansprüchen genügt? Also das ist mein persönliches Steckenpferd. Also ich glaube, dass künstliche Intelligenz in sehr, sehr vielen Berufen ein Thema sein wird, dass es am Anfang eine Art Unterstützung sein wird, aber langfristig schon auch eine Bedrohung sein kann, weil diverse Auswertungen, eine Grundstücksauswertung, ja, gehe ich schon davon aus, dass das sehr schnell eine Software einfach machen kann und dann kommt diese Auswertung raus. Also ich gehe davon aus, dass große Teile der Architektur über diese KI gemacht werden können. Aber trotzdem Bereiche bleiben, wo man sagt, okay, das will ich aber schon von einer Architektin, von einem Architekten geplant haben, in mein persönliches Haus zum Beispiel, meine persönliche Villa, alles was mit Emotion zu tun hat, wie bewege ich mich in Räumen etc., was strahlen diese Räume aus, glaube ich, dass wir Menschen da sehr lange noch die Nase vorne haben werden.